So, liebe Leute, es ist soweit. Willkommen bei meinem neuen Format Vincent Weed, dem Kanal rund ums Thema Cannabis. Ihr seid heute bei einem besonderen Moment dabei, denn heute wird das erste Video released und wir fangen mit einem Grundlagenthema an, richtig gießen auf Erde. Und jetzt geht's los. Immer wieder begegne ich der Frage, wie man richtig gießt und wie man dort am besten das richtige Maß findet. Das ist nicht ganz so einfach, aber in der heutigen Folge wollen wir mal ein paar Sachen standardisieren und ich will euch ein, zwei Tipps mitgeben, wie wir das ganze Thema vereinfachen können. Bei der Pflanze ist es nicht nur so, dass sie Wasser und damit auch ihre Nährstoffe über die Wurzel aufnimmt und dann das Wasser über die Blätter verdunstet. Nein, sie atmet auch über die Wurzeln. Dies ist wichtig zu wissen, denn wir wollen am Ende ein nicht zu nasses und ein nicht zu trockenes Medium, damit sie genügend Wasser wie auch Sauerstoff aufnehmen kann. Durch die konstante Wasseraufnahme versorgt sich die Pflanze mit allen benötigten Nährstoffen und schützt sich auch vor Austrocknung an besonders heißen Tagen. Deswegen ist das Ziel, dass die Pflanze nicht zu nass und nicht zu trocken steht, und wie wir dieses Ziel erreichen, das besprechen wir jetzt im Detail. Es gibt unterschiedliche Substrate wie Erde, Kokos und Steinwolle. Wir wollen heute der Einfachheit halber aber uns nur über Erde unterhalten und warum es so wichtig ist, den Sweet Spot zu finden bei der richtigen Wassermenge. Genau diesen Sweet Spot zwischen nicht zu nass und nicht zu trocken zu finden, da will ich euch jetzt bei helfen. Warum ist dies so wichtig? Wenn die Erde zu nass ist, ist zwar genügend Wasser vorhanden, aber der besagte Sauerstoff, den die Pflanze auch an den Wurzeln benötigt, wird ausgeschlossen. Auch können sich Bakterien sowie Pilze unter dieser Staunässe entwickeln, die am Ende zu Wurzelfäule führen. Und genau das wollen wir schon mal gar nicht. Das andere Extrem hingegen ist, wenn die Erde zu trocken ist, dann ist kein Wasser vorhanden und somit kann die Pflanze die dringend benötigten Nährstoffe nicht aufnehmen und sich hochwahrscheinlich auch an heißen Tagen nicht vor der Austrocknung schützen, was zu großem Stress oder sogar zu Sterben führen kann. Nur wenn die Pflanze optimal gegossen wird, kann sie ihr volles Potenzial in der Blüte auch entfalten. Das Substrat, in diesem Fall Erde, bietet der Pflanze nicht nur Halt, wo sich die Wurzel verankern kann, sondern in Kombination mit Wasser stellt die Erde auch die Nährstoffe bereit. Wie schon angesprochen, kann die Erde zu nass oder zu trocken sein. Beides wollen wir nicht. Also was tun, wenn eins von beiden eintritt? Ist die Erde zu trocken? Dann müssen wir der auf jeden Fall Wasser zuführen, damit die Pflanze nicht stirbt. Aber ihr kennt das sicherlich. Bei trockenen Töpfen gießt ihr und das Wasser läuft unten aus dem Topf raus. Dieses Problem nennt man hydrophobe Erde. Also die Erde hat eine Phobie vor Wasser. Und deswegen könnt ihr der Erde helfen, indem ihr den Topf erstmal anfangt mit Feuchtigkeit zu benetzen. Am besten mit so einer Flasche. Und dann wartet ihr ein paar Minuten und gießt dann den Rest hinzu. Somit gebt ihr der Erde die Möglichkeit, sich wieder an das Wasser zu gewöhnen und den Rest auch wirklich zu speichern. Dann haben wir natürlich noch das andere Problem, dass die Erde zu nass ist, also Staunässe entsteht. Da habt ihr nicht viele Möglichkeiten, außer ihr geduldet euch, ihr hofft darauf, dass die Pflanze auch wirklich das ganze Wasser in den kommenden Tagen trinkt und auch viel über die Topfoberfläche verdunstet. Dauert in der Regel so 4 bis 5 Tage, wenn man eine Pflanze übergossen hat, und man braucht ein bisschen Geduld. Die Profis haben aber da meistens schon ein paar bessere Möglichkeiten. Entweder sie regeln einfach die Temperatur im Gewächshaus hoch, was die Verdunstung aus dem Substrat fördert, oder noch ein viel besserer Trick, sie regeln die Lichtleistung hoch und unterstützen so die Pflanze mehr zu schwitzen und somit das Substrat im Endeffekt trocken zu ziehen. Noch ein wichtiger Tipp: Niemals auf trockenem Substrat mit Dünger gießen. Wenn ihr auf trockenem Substrat mit Dünger gießt, führt das meistens dazu, dass die Wurzeln verbrennen. Wenn die Erde also trocken ist, nur Wasser geben und erst beim nächsten Gießzyklus wieder mit Dünger arbeiten. Heute will ich euch meinen Trick verraten, wie ich immer am besten im Garten herausfinde, wann die richtige Zeit zu gießen ist und welche Menge ich auch gießen soll. Und wir sollten uns auch über eine Vereinheitlichung, also über eine Definition unterhalten, was wie nass ist. Und da zeigt sich, wie gut starke Partnerschaften sind. An dieser Stelle vielen lieben Dank an Jan von Greenhouse Feeding, weil er hat mir eine geile Skala zukommen lassen, die ich euch heute zeigen will, die die Feuchtigkeit in 5 Stufen einteilt. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Die Feuchtigkeitsskala geht von 1 staubtrocken bis 5 klatschnass. Sich auf diese 5 Stufen zu einigen, hilft uns, sich besser über dieses Thema unterhalten zu können und später sogar sich gegenseitig im Garten Anweisungen geben zu können und dann zu wissen, woran man ist. Stufe 1, staubtrocken, bedeutet, die Erde ist leicht, das merkt euch schon mal, und hydrophob. Also
hier, wenn ich das jetzt gießen würde, würde sofort das Wasser unten rauslaufen. Ich kann die Erde in die Hand nehmen, kann sie zu keiner Form pressen, öffne die Hand, staubtrocken. Stufe 1. Stufe 2. Nicht staubtrocken, aber immer noch trocken. Bedeutet, dieses Substrat ist immer noch oben fürs Auge als trocken ersichtlich. Man merkt vielleicht ein bisschen mehr Gewicht. Wenn ich das jetzt in die Hand nehmen würde, dann merke ich so richtig, oh, es ist Feuchtigkeit drin, aber ich kann es immer noch nicht zu einer Form pressen und es zerfällt immer noch zu Staub. Kommen wir jetzt zu Stufe 3, dem Sweet Spot, also dem Optimum. Optimum bedeutet, dass das gesamte Wasser selber von der Pflanze auch aufgenommen und verbraucht wird und ihr hochwahrscheinlich nach 1 bis 2 Tagen wieder gießen müsst. Das ist das Zeichen, dass die Pflanze tatsächlich eigenständig den Topf leer macht. Bei 4 bis 5 Tagen ist eher so das Zeichen Staunässe, die Pflanze schafft es nicht ganz von alleine. Oder was auch sein könnte, eine zu kleine Pflanze in einem zu großen Topf. Die Logik sagt, kleine Pflanze, keine Wurzeln, kommt sie nicht an das Wasser, es müsste von sich aus verdunsten. Bei Stufe 3 merke ich auch gleich, dass der Topf innen drinne Gewicht in sich hat. Bei 1 war der Topf leicht, bei 2 habe ich es mir eingebildet und bei 3 merke ich es richtig. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Gucken wir uns jetzt aber mal die Farbe an. Ich sehe der Erde an der Oberfläche an, dass sie feucht ist. Und jetzt packe ich sie in die Hand und sehe bei Stufe 3, dass sie eine Form behält. Und diese Form ist sozusagen Optimum. Feuchtigkeitsstufe 4. Hier hat das Substrat seine maximale Fähigkeit, Wasser zu halten, erreicht. Das bedeutet, wie ihr jetzt seht, ich hebe den Topf an, es tropft nichts. Ich teste, drücke leicht an und es fängt an zu tropfen. Das ist das perfekte Zeichen für Stufe 4. Noch ein Trick. Jetzt kann ich das Substrat nehmen, eine Kugel formen, sie ausdrücken und sie behält ihre Form. So Leute, hier sind wir jetzt kurz vor der Grenze der Staunässe. Wenn dieser Zustand länger als einen Tag im Topf bestehen bleibt, mag das Wurzelwerk gar nicht so gerne. Über Stufe 5 müssen wir uns, glaube ich, gar nicht unterhalten. Das ist klitschnass. Ich habe heute keine Badehose an. Ich springe heute nicht in die Erde. Aber ich hoffe, ihr versteht jetzt, dass wir hier heute auch mit der freundlichen Unterstützung von Jan, Dankeschön Digi nochmal dafür, ein gutes Regelwerk für das Sprechen über wie viel habe ich gegossen und wie viel solltest du gießen, entwickeln konnten. Und die Quellen zu dieser Studie verlinke ich euch auch nochmal unten in den Kommentaren. Das haben wir nicht erfunden, ich habe es nur für euch wiedergegeben. Wenn euch dieses Wissen gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen oben da und abonniert den Kanal, denn es wird in Zukunft noch vielen interessanten Content geben. Es wird noch viel nerdiger werden. Und ich würde sagen, an eurer Stelle hätte ich keinen Bock, diesen Content zu verpassen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Morgen, Abend oder wann immer ihr es auch schaut. Euer Vincent Weed.